Österreich ist seit 30 Jahren Mitglied der Europäischen Union und zählt heute zu den größten Profiteuren. Doch trotz dieser Erfolge hat das Land mit hohen Abgaben, steigender Bürokratie, Inflation und einer zunehmenden Vertrauenskrise in die Politik zu kämpfen. Natürlich, wir wissen, die Wirtschaft ist in einer schwierigen Lage, die Entwicklung ist in einer schwierigen Lage, die Industrie geht runter. Also gibt es große Herausforderungen, aber ich glaube schon, heute zumindest war es eine gute Stimmung da, gutes Gefühl und es geht darum, auch wieder wirklich anzupacken, Leistung zu bringen und dann geht es wieder aufwärts, davon bin ich überzeugt. Unternehmen tragen massiv zur Stabilität bei. Wie kann man Druck herausnehmen? Naja, schon indem man Maßnahmen setzt, die Wettbewerbsfähigkeit wieder beleben. Es ist vielschichtig. Wir brauchen in Europa dringend eine Entfesselung von der Wirtschaft mit den bürokratischen Auflagen, die es zu bewerkstelligen gibt. Es ist eine Maßnahme, die es zum Nulltarif entsprechend geben würde. Wir brauchen Investitionen in Innovationen und Technologien, die uns bis dato auf der Welt ebenso stark gemacht haben. Dafür müssen wir verlässliche Grundlagen, kalkulierbare Grundlagen schaffen. Die Rahmenbedingungen sind die wirklichen Herausforderungen. Und an den Rahmenbedingungen wird die nächste Regierung sehr ernsthaft, und ich betone das noch einmal, sehr ernsthaft und konzentriert arbeiten müssen. Sie haben ganz gut die Diskrepanz gezeigt, wie es in Amerika geht und wie es in Europa geht. Ja, in Amerika gibt es einfach mehr Freiheitsgrade für Unternehmen, wo man, ne, wir sind einfach eine Industrie, wo wir sehr, sehr flexibel auf viele Vorkommnisse, die in der Welt einfach passieren, reagieren müssen idealerweise. Ne? Jedes Jahr ist irgendwas anderes, manchmal ist es, naja, Pandemie war sicherlich das Schlimmste, was wir erlebt haben, aber es gibt Finanzkrisen, es gibt Vulkanausbrüche, es gibt die Nahostkrise, und insofern brauchen wir die Flexibilität, und es ist manchmal in Europa schwierig, das zu realisieren, und da sind die Amerikaner uns einfach ein paar Schritte voraus. Wir sind wettbewerbsfähig, wenn man natürlich die Produktivität und die Qualität mit in Betracht zieht. Wir sind sicherlich nicht Preisführer, aber ich hoffe, wir können mit der Qualität punkten. Und das, glaube ich, ist das Entscheidende. Es bleibt die Frage, wird Leistungsbereitschaft noch ausreichend belohnt? Entscheidend für die Zukunft wird sein, wie Österreichs Wettbewerbsfähigkeit unter diesen schwierigen Bedingungen erhalten werden kann. Diskussion bringt immer auch eine Motivation in die Richtung, dass man ja auch neue Themen hört, die man darüber nachdenkt und weiterträgt, aber auch schon bereits Punkte hat, die man eh kennt, aber wieder sensibilisiert werden und somit auch wieder in eine weitere Diskussion eingebracht werden und somit man auch eventuell auch den einen oder anderen Punkt verändern kann. Die Wirtschaft fordert vor allem eines: weniger Bürokratie und eine dringend benötigte Reform der Steuerbelastungen.